Lederriemen gut anziehen. Seine Durchlaucht haben eine lange Reise vor sich. Wir wissen es, Herr Hofrat. Rudolf der Kurze liebt lange Reisen. Fällt Ihnen ein, Rudolf der Kurze? Sprechen Sie über den Kurfürsten. Sie nennen ihn doch auch so, Herr Hofrat. Ja, aber nicht so laut. Rudolf der Kurze. Eine Reise nach Paris, die verspricht mir das und dies. Denn die Nächte anders hängen, ja, die Nächte, die sind schön. Wo L'amour das Zepter führt, wo der Charme die Welt regiert. Ja, da gibt es ein verliebtes Rendezvous. Ja, da bin ich mit dem großen Glück perdu. Graf Webbs. Durchlaucht. Bin ich schon ein bisschen gewachsen? Moment, Durchlaucht, Moment. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das geht nicht so rasch, Durchlaucht. Ihre indischen Wachstumpillen, die Sie mir neulich angedreht haben, waren enorm teuer. Für dieses Geld müssten Sie sofort wirken. Durchlaucht, Hauptsache ist doch die innere Größe. Ab. Dafür zahle ich Ihnen keinen Pfennig. Papalapap. Jeremias, was sagen Sie dazu? Damenschuhe hinter dem Vorhang im Schlafzimmer des Kurfürsten. Ungewöhnlich, was? Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Herr Graf, so ungewöhnlich finde ich das nicht. Wissen Sie, was Sie da sagen? Die Wahrheit. Louis. Jetzt sind. Koffer aufladen. Thank you.
herein. Durchlaucht. Was gibt es, Melanie? Frecke, Durchlaucht, Frecke! Was? Freche Durchlaucht? Was fällt dir denn ein, Melanie? Oh nein, um Himmels Willen, Durchlaucht! Ich sagte Frecke! Ich habe gesehen, wie der Jeremias für seine Durchlaucht drei Frecke eingepackt hat. Drei Frecke? Ja, und eine Galuniform, ein Diplomatenfrack, unzählige Lackschuhe. Zu mir hat er gesagt, dass er bei diesem hemdsärmeligen Baron Luft zwei Wochen nicht aus dem Jagdstiefel hat. Ah, habe ich selbst gehört. Du hast schon wieder gelauscht. Nicht direkt gelauscht, Durchlaucht. Ich hab ein bisschen gehorcht. Na, ist schon gut. Durchlaucht sind mir jetzt böse. Ach, ich bin auf mich selber böse. Ich hätte schon längst auf den Tisch schauen müssen. So ist es, Durchlaucht. Einmal energisch auf den Tisch schlagen, dass die Fetzen fliegen und dann... Die Damastischtücher fliegen, Durchlaucht. Wer ist da? Graf Stanislav Stanislaus. Ah, der charmante Wiener. Der müsste auch fliegen. Herein. Durchlaucht, darf ich um Erlaubnis bitten, mich verabschieden zu dürfen? Gute Reise, Graf. Durchlaucht haben ganz recht. Dieser Graf Stanislaus müsste auch fliegen. Der in erster Linie, Durchlaucht, der ist nämlich der Tofelis des Kurfürsten. Was ist er? Das sagt man so, Tofelis, der böse Geist. Du meinst Mephistopheles? Das kann man auch sagen. Na, jedenfalls hast du recht. Irgendetwas stimmt mit dieser Reise nicht. Mein Herr Gemahl fährt angeblich zur Jagd. Er nimmt ein Arsenal von Frecken mit, seinen Adjutanten, einen Haushofmeister und den Hofrat, der in seinem ganzen Leben noch nicht einmal einen Spatz geschossen hat. Ja. Das ist mein Mann, verschwinde. Herein. Madame? Durchlaucht. Monsieur? Sie sind so förmlich, mein Herr Gemahl. Vor Domestiken halte ich gern die Etikette. Ich komme, Adieu zu sagen. Ach, wie gern würde ich mitfahren. Wie gern würde ich Sie mitnehmen, Madame. Aber was sollten Sie in Kreuzlingen? Mein Gastgeber Baron Luft ist ein halber Bauer und seine Freunde noch viel schlimmer. Lauter trinkfeste Burschen. Hunde, Pferde und ordinäre Witze, sonst kennen Sie nichts. Und mein vornehmer Herr Gemahl fühlt sich wohl in einer solchen Gesellschaft. Oh, wenn keine Damen dabei sind. Und es sind keine dabei? Aber weit und breit keine. Der Baron ist ein Frauenhasser. Vielleicht könnte ich ihn bekehren. Oh, das bestimmt sogar. Aber ich weiß gar nicht, ob mir das recht wäre. Also kurz, wir halten es diesmal genauso wie immer. Ich fahre allein. Das klingt wie ein Befehl. Ist auch einer. Sie müssen verstehen, Madame, in Kreuzlingen schießt man die größten Böcke. Als regierender Kurfürst haben Sie dazu auch zu Hause ausreichend Gelegenheit. Sie waren schon geistreicher, Madame. Darf ich Sie zum Abschied küssen? Das ist Ihr verbrieftes Recht. Adieu. Adieu. Und auf Wiedersehen. Madame? Melanie? Komm raus, ich muss mit dir sprechen. Stanislav, freuen Sie sich auf Kreuzlingen? Ich freue mich, eurer Durchlaucht einen Gefallen tun zu dürfen. Allerdings, meine Freude ist nicht ungetrübt. Ich habe Angst, dass die ganze Sache mal schief geht. Aber papalapa, bis jetzt ist alles gut gegangen. Um Kreuzlingen habe ich immer einen großen Bogen gemacht. Dort kennt mich niemand. Dort sind Sie eben der Kurfürst. Sie müssen sich natürlich meinem Renommee entsprechend benehmen. Das tue ich doch immer, Durchlaucht. Wo ein Weiberrock auftaucht, laufe ich ihm sofort nach. Ich bin die Christel von der Post. Klein ist mein Lohn und schmal die Kost. Aber das macht nichts, wenn es nur so ist, dass man noch jung, zufrieden, froh ist. Dann ist es heiter und immer weiter geht dann die Fahrt durch die herrliche Welt. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Ich fahr durchs schöne, weite Land.
Ich bin den Leuten wohl bekannt. Sie schauen traurig, wenn ich vorbeifahre, weil dann für sie nichts Neues dabei war, was sie erwarten. Das bring so oft ich ihnen als Brief aus der Fremde ins Haus. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Vergiss mein nicht. Die Postleitzahl. Wo bin ich? In der Kutsche, Durchlaucht. Und wo sind die Pferde? Vor der Kutsche. Also ich habe einen Albtraum gehabt. Nein, einen Zukunftstraum. Stellen Sie sich vor, Graf, ich lebte in einer Welt, wo die Städte nur Nummern hatten. Also meine Residenz hatte die Nummer 999.999. Ja, undenkbar. Ja. Doch auch diese Zeit kommt nie. Und die Kutschen hatten keine Pferde. Man fuhr einfach los mit einer Stange zwischen den Füßen und ein Rad in der Hand. Und das nannte man Steuer. Steuer? Ja. Blöd, was? Da sind mir doch die Steuern, die meine Untertanen mir zahlen. Tausendmal lieber. Da sind zwei rausgeflogen. Hoffentlich ist nichts passiert. Hallo, Graf. Ist was durchlaufen? Ja. Na, die Reise fängt ja gut an. Ich bitte Durchlaucht untertänigst um Verzeihung. Ja, sorgen Sie lieber untertänigst dafür, dass der Wagen wieder in Ordnung kommt. Sehr wohl, Durchlaucht. Oh, wo sind wir denn hier eigentlich? Ja. Was? Na, Stanislav, Sie sehen ja gut aus. Nur schade, dass wir keinen Spiegel haben. Ja, Durchlaucht sind mein Spiegel. Sie sehen nämlich genauso aus. Wie ich sehe, ist nichts Ernstes passiert. Ja, wenn Sie meine Hose nicht ernst nehmen. Ja. Ach, die kann man flicken. Und schuld ist dieser alte Papagei da. Was, alter Papagei? Sie hat recht. Und weißt du, was du bist? Ein alter Postsack. Das zahle ich dir heim. Er fuhr wie ein Wilder mitten auf der Straße. Ach, und das darf er nicht? Natürlich nicht. Oder gehört etwa die Straße ihm allein? Oder Ihnen? Ich bin gewissermaßen ja. Ach was, das ist doch ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Würden Sie dem braven alten Mann seine Handlungsweise ausnahmsweise verzeihen, mein schönes Kind? Lassen Sie das. Oh, das tut ja weh. Na, das Kind hat Temperament. Ja, und alles andere auch, was so dazugehört. Nicht wahr, mein schönes Kind? Flümmel. Das Kind hat wirklich Temperament. Komm, fahren wir weiter. Dass sich die Kerle einbilden, mich einfach ins Gesicht zu kneifen. Wäre es dir woanders angenehmer gewesen? Dieser Weckerli! Na, das wird er büßen. Ja, Durchlaucht, wir können weiterfahren. Das ist auch höchste Zeit. Ja, nun steigen Sie schon auf. Durchlaucht, haben geruht, auf uns zu warten? Nein, ich warte auf den Schneider. Ah, quel malheur. Ach, wenn Durchlaucht gestatten, ich habe immer Nadel und Faden bei mir. Ja, später. Aber da die Herren schon mal da sind, können wir die Kutschen gleich hier wechseln. Ach. Glück auf in Kreuzlingen. Ich hoffe, lieber Graf, Sie werden ein würdiger Kurfürst sein. Ich werde mich bemühen, Durchlaucht. Ich weiß, was ich Ihrem Namen schuldig bin. Und viel Glück bei der Jagd. Das gleiche wünsche ich Ihnen, Durchlaucht, in Paris. Durchlaucht? Leben Sie wohl, Herr Bürger. Und worauf warten Sie? Gute Weiterreise, Durchlaucht. Ab jetzt Bürger. Ja. Nadel und Zwirn.
Darf ich jetzt um Ihr Knie bitten, Durchlaucht? Was denn hier in der Kutsche? Sie stechen mich ja. Also, was heißt Durchlaucht? Weckerli, was haben wir vereinbart? Ab jetzt bin ich keine Durchlaucht mehr, sondern, wie heiße ich denn eigentlich? Bitte? Philipp Bürger, ein reicher Kaufmann aus Frankfurt am Main. Na also, Philipp Bürger. Jawohl, Durchlaucht. Herr von Bürger. Also, das von will ich noch gelten lassen. Gute Reise, Durchlauf! Danke. Und hol dich der Teufel, du geiziger Hund. Deine Ausdrucksweise gefällt mir nicht. Aber mit dem Inhalt deiner Worte stimme ich überein. Seit einem Jahr hat er mir nicht meinen Gehalt gezahlt. Meins auch nicht. Und deshalb müssen wir endlich zur Selbsthilfe greifen. Zuerst werden wir den Herrn Bürgermeister Speck in die Zange nehmen. Bei seinem Bauchumfang werden wir eine Riesenzange benötigen. Ich habe ihm durch einen Kurier mitteilen lassen, dass eine Durchlaucht der Kurfürst mit seinen Gästen 20 Wildschweine zu schießen beabsichtigt. Der Kurfürst? In Paris? Du bist doch jetzt der Kurfürst. Ich bin 20 Wildschweine? Gibt's denn so viel im Revier? Natürlich nicht. Wir haben auch keine Gäste geladen. Man hat mir nämlich zugetragen, dass der gute Herr Speck mit seinen Spießgesellen den gesamten Wildschweinbestand zusammengeschossen hat. Damit nehme ich ihn jetzt in die Zange. Ich sehe ihn jetzt schon schwitzen. Oje, Kusch, je, Kusch, das ist schwer. Wo nehme ich jetzt ein Wildschwein her? Alle Schweine traf das Blei. Das ist eine Schweinerei. Je, Kusch, je, Kusch, das ist schwer. Wo kriegen wir ein Wildschwein her? Alle Schweine im Revier haben schon geschossen wir. Vater, der Kurfürst ist gerade angekommen. Der Kurfürst und weit und breit kein Wildschwein. Doch, da kommt schon eins mit dem Kurfürst. Jekusch, das ist schwer. Wo nimmt er ein Wildschwein her? Ach, Durchlaucht, ich freu mich sehr, bringt Wein und Speisen her. Und Nadel und Zwirn. Wer ist das hübsche Kind? Meine Tochter. Reizen, reizen. Bravo, danke, das ist fein. Koste gerne Brot und Wein. Doch hernach, mein lieber Speck, schieß ich hier ein Wildschwein weg. Jekusch, Jekusch, Welch Malheur, wo nimm mir das Wildschwein her? Ja, zum Donner noch einmal, das ist ein Skandal. Ihr habt gestohlen, niederträchtig. Früher war der Saustand prächtig. Jetzt gibt's kaum ein Soloschein. Da schlag gleich der Teufel drein. Vielleicht lässt sich da etwas drehen. Ja, ich geb ihm zu verstehen, dass ein kluger Edelmann ein Wildschwein sich auch kaufen kann. Durchlaucht bitte zu bedienen. Gern mein schönes Kind bei Ihnen. Hab den besten Wein gebracht. Sehr gut getan und fein gemacht. Na schön, ihr seid ganz gut beraten. Zahlt an mich die 10 Dukaten. Für ein jedes Schwein, das fehlt, sind 20 Stück, hab sie gezählt. 10 mal 20 sind 200. Wie ich es gesagt hab. Wenn wir die Dukaten zahlen, sage ich die Jagd ab. Ein Gauner. Ein Gauner! Na, was ist? Ach, die Dukaten wandern jetzt, alle zu dem anderen jetzt. Danke, danke, jedes Schwein soll für mich ein Sparschwein sein. Wenn man was zu bieten hat, setzt man auch den Fürsten matt. Schon ein Kuss von dir genügt und ich bin besiegt. Wir sind also einig. Theoretisch ja. Woher ich den Dukatenesel nehme, weiß ich allerdings noch nicht. Vielleicht schauen Sie sich mal in Ihrer Familie um. Also, kommst du? Vielleicht. Ich lasse die kleine Seitentür mit dem Hirschgeweih offen. Thank you.
Erzgauner, dieser Halunke. Der richtet mich noch vollkommen zugrunde. Von wem sprichst du denn, Onkel? Von dem größten Verbrecher des Jahrhunderts. Ich könnte aus der Hose springen vor Wut. Reg dich doch nicht auf, Onkel. Beruhige dich doch, Vater. Ja, rege dich nicht auf, beruhige dich. Ihr werdet euch auch bald aufregen. Wenn ich auf die Forderungen dieses Erpressers eingehe, bin ich ein armer Mann und ihr seid eure Mitgift los. Adam nimmt mich auch ohne Mitgift. Ach, dieser Windhund kriegt dich weder mit noch ohne Mitgift. Das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Schlage dir den Kerl aus dem Kopf. Aber ich liebe ihn. Du liebst ihn. Das ist ein Blödsinn. Meine selige Schwester wird es mir nie verzeihen, wenn ich ihre Tochter einem Menschen geben würde, der Jahr raus, Jahr rein durch die Jahrmärkte zieht, um Singvögel zu verkaufen. Grüß euch Gott! Alle miteinander, alle miteinander, alle miteinander. Ich bin flott. Wieder auf der Wander, wieder auf der Wander, grüß euch Gott. Flitz, Flugs, Flax, Florio. Andere Vögel, die sind bunter, aber meine, die sind munter. Flitz, Flugs, Flax, Florio. Flix, Flux, Flax, Florio, Halladria. Du wirst einen Mann heiraten mit einem ordentlichen Beruf und mit einem festen Wohnsitz. Und mit Pensionsberechtigung. Ja, mit Pension. Einem Beamten. Die leben sehr angenehm. Arbeiten wenig und sind versorgt. Und wenn einer noch dazu sein Ganove ist wie dieser Graf Epps, kann er sich noch Reichtümer scheffeln. Und jetzt will ich nichts mehr hören. Aufstehen! Aufstehen! Er ist schon da! Seine kurfürstliche Durchlaucht! Grüß euch Gott! Oh, ich bin beglückt, Monsieur Bürger, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich bin nicht minder glücklich, hier sein zu können. Mein Sekretär kennen Sie schon? Nein, Monsieur, haben einen neuen Sekretär? Na, gerade so neu ist er nicht. Haben Sie einen Tisch für mich? Reserviert, Monsieur, reserviert. Den besten Tisch, den wir haben, direkt an der Bühne. Sie sehen alles. Darf ich bitten? Bitte. Wie heißt auf Französisch Idiot? Weg, Kamin! Wir wollten jegliches Aufsehen vermeiden. Selbstverständlich durchlaucht, Herr Bürger. Eine geschlagene halbe Stunde hier herum.
wir hätten die Kutsche doch nicht fortschicken sollen. Na, glaubst du vielleicht, es wäre besser gewesen, mit Pomp und Gefolge in Kreuzlingen einzuziehen? In wenigen Minuten hätte der Kurfürst erfahren, dass ich da bin, und wir hätten dann im Jagdschloss des Baron Luft höchstwahrscheinlich nur eine Runde fröhlich zechender Männer vorgefunden. Ja, und was finden wir so vor? Das wird die Zukunft zeigen. Da kommt ein Pferdewagen. Na, Mädel? Wartet ihr auf mich? Wir sind keine Mädel. Wie Buben schaut ihr aber nicht aus. Und soviel ich weiß, sind wir auch gar nicht per Du. Was nicht ist, kann noch werden. Nein, niemals. Wer weiß? Das gefällt mir schon besser, Madame. Womit kann ich Ihnen dienen? Ja, wir hatten ein kleines Unglück mit unserer Kutsche. Ach, Ihr Unglück scheint mein Glück zu sein. Wo möchten Sie hin? Nach Kreuzlingen. Zum Jahrmarkt, ich auch. Sie wohnen sicherlich im Roten Ochsen beim Bürgermeister Speck. Ja, sicherlich. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie dorthin zu fahren. Sehr liebenswürdig von Ihnen. Also, dann packen wir's. Reizender Bursche. Ich weiß nicht. So, bitte, meine Damen. Also, ich weiß nicht, mit dem Kerl fahre ich hier gerne. Der hat so... Komm nicht, nimm die Taschen. Nimm die Taschen. So. Oh, ruck. Bitte. Danke. Vorsicht, ja, ich bin sehr schwindlig. Nun, wenn ihr noch einmal noch, ja? Und nun, stell dich doch. Passen Sie doch auf! Sie Waldmensch, helfen Sie nach! Helfen Sie nach! Sag ich! So, rutsch weiter. Der Kutscher gehört in die Mitte. Ja. So, hopp. Ja. Sie sollen nicht immer du zu mir sagen. Eigentlich haben Sie recht. Man soll seiner Mädel erst dann du sagen, wenn man sie geküsst hat. Ja? Dann werden wir beide nie perdon. Wie heißen Sie? Marie. Ich heiße Adam. Mhm. Bin Vogelhändler. Ich habe Sie für einen Admiral gehalten. Ich komme aus Tirol. Ich dachte aus Japan. Melanie, sei doch nicht so frech. Fahren Sie am Jagdschloss vom Baron Luft vorbei? Jagdschloss vom Baron Luft? Mhm. Ein Jagdschloss gibt's hier, aber von einem Baron Luft habe ich noch nie etwas gehört. Wie soll er auch von ihm gehört haben? Der Baron wird ja nur mit seinesgleichen verkehren. Melanie. Der Baron ist ein sehr vornehmer Herr. Sogar der Kurfürst zu Bieberstein besucht ihn alljährlich, um in seinen Wäldern zu jagen. Der Kurfürst? Ja. Der jagt nicht im Wald. Der lässt sich seine Hasen einfach ins Schloss liefern. Sein Hasen? Pistel, zweibeinige, hübsche, blonde, schwarze, brünette. Ist das auch wahr? Wenn Sie mir nicht glauben, dann fragen Sie den Bürgermeister. Der kann Ihnen allerhand darüber erzählen, wie es im Jagdschloss zugeht. Meine Aufgabe ist es, unerwünschte Elemente vom Kurfürsten fernzuhalten. So. Ich habe schon einige durch diese Tür da hinaus befördert. Man kriegt ja direkt Angst vor Ihnen. Aber du doch nicht. Na, na. Ah, ich weiß, ich weiß. Du bist immer noch in diesen Tiroler Vogelhändler verliebt. Aber er hat dich doch wegen der Postchristel sitzen gelassen. Na und? Was geht Sie das an? Du musst dich endlich nach einem neuen Bräutigam umsehen. Nach einem, der etwas darstellt, der eine Frau auf den Händen tragen kann. Hm? Bruno! Durchlaucht? Man attackiert keine Dame, wenn sie einem keine Avancen macht. Jawohl, Durchlaucht. Oder hast du ihm Avancen gemacht? Ich weiß gar nicht, was das ist, Durchlaucht. Das heißt in deiner Sprache schöne Augen machen. Das habe ich nicht gemacht, Durchlaucht. Das will ich hoffen. Wenn du jemanden schöne Augen machst, so bin ich das. So, könnt ihr jetzt gehen? Jawohl, jawohl, Durchlaucht. Hey, Wirtschaft! Was ist denn, Melanie? Ein Maus! Ein Maus! Ein Glück, dass ich kein Stier bin. Ach, der Adam! Was ist denn los? Du musst nicht so einen Krach machen. Und wenn sich niemand meldet? Das ist die Jette, die Tochter vom Bürgermeister. Wo ist dein Vater? Im Kontor, er hält sein Mittagsschläfchen. Wir brauchen im Augenblick nicht den Herrn Bürgermeister. Wir brauchen zwei Zimmer. Ja, ohne Maus. Habt ihr was frei? Na, ich denke schon. Kommen Sie bitte gleich mit. Wie viel sind wir Ihnen schuldig für die Fahrt, Herr Vogelhändler? Melanie, Adam, wie kann ich Ihnen danken? Mit einem Busserl, Marie. Busserl, Marie. Die Christel wartet auf dich, Adam. Sie sucht dich schon überall. Hat mich halt ein bisschen verspätet. Den Grund sehe ich. Nichts siehst du. Also, wir sehen uns bestimmt noch. Kreuzlingen ist klein. Grüß dich, Melanie. Christel! Adam! Oh.
Vogelfänger. Wo er hereintritt, gibt es Scherben. Onkel. Onkel, das war meine Schuld. Natürlich deine Schuld. Wenn es dich nicht gäbe, hätte er auch seine Nase gar nicht hier hereingesteckt. Vielleicht doch. Das ist schließlich hier ein Gasthaus. Ja, als zahlender Gast sind Sie immer gern gesehen. Nur Ihre Privatbesuche sind unerwünscht. Wir sehen uns heute Abend beim Tanz. Dann komme ich als zahlender Gast. Leben Sie wohl, Herr Vogelfänger. Wünsche gute Geschäfte. Warum lässt du den Adam nicht in Ruhe, Onkel? Das habe ich dir schon 100 Mal gesagt. Ich stelle mir deinen zukünftigen Ehemann etwas anders vor. Und wenn er eine Stellung bekommt als Beamter mit Pension? Was, der Adam? Bitte? Dann kannst du ihm haben, das verspreche ich dir. Aber aus dem wird nie ein Beamter. Adam! Adam! Was gibt's denn, Christel? Ich wollte dich noch was Wichtiges fragen. Ich wollte dich fragen, ob du mich auch wirklich liebst. Und ich wollte dich noch was fragen. Wirst du mich auch wirklich heiraten? Empörend! Ich glaub dir's, Adam. Aber du weißt ganz genau, dass es nie dazu kommen wird, wenn du nicht... Na, du weißt schon, was ich meine. Ja, ich weiß, was dein Onkel meint und... Und? Ich werde darüber nachdenken. Wirklich, Adam? Tust du das? Bevor ich auf dich verzichten muss. Und wenn ich kurfürstlich städtischer Straßenkehrer werde. Adam. Skandal. Aber vorher muss ich noch einige Vögel verkaufen. Wenn ich mich nicht beeile, dann schnappt mir die Konkurrenz den Standplatz weg. Gut, Wiedersehen. Wir sehen uns heute Abend. Hier. Ach, Christel, ich muss dir etwas erzählen. Was gibt's denn, Josef? Ich habe eben ein Gläschen getrunken. Mit dem Heinrich, mit dem Kutscher vom Kurfürsten. Und der hat mir erzählt, der Kurfürst hat im Park von Schloss Bieberstein eine Menagerie angelegt. Lauter exotische Vögel, Papageien, Kakadus und wie die Biester alle heißen. Das wäre doch was für dein Adam. Was soll er denn mit den Kakadus? Dressieren. Verstehst du denn nicht? Der Kurfürst sucht jemanden, der mit Tieren umgehen kann. Einen Menageriedirektor. Das wäre was für Adam. Josef, du hast vielleicht recht. Und du meinst, so ein Direktor ist ein richtiger Beamter? Ein sehr hoher sogar. Ich werde sofort mit Adam reden. Ja, das wird nicht viel nützen. Das Beste ist, du redest mit dem Kurfürsten. Er ist doch jetzt im Jagdschloss. So eine Gelegenheit findest du nie wieder. Ja, und du glaubst, dass er mich empfängt? Hübsche Mädchen empfängt er immer. Du hast recht, Josef. Ich danke dir. Na, warum so eilig? Oh, guten Tag, die Damen. Bitte. Ich freue mich sehr, bin sehr glücklich, Sie unter meinem Dach begrüßen zu dürfen. Habe mir erlaubt, den Tisch decken zu lassen. Bitte sehr. Sind Sie der Wirt? Ja, aber Sie können ruhig, Herr Bürgermeister, zu mir sagen, das bin ich nämlich auch. Was ist denn, Melanie? Schon wieder eine Maus? Ein Dolch. Nein, das ist ja nur eine alte Feder. Aber eine sehr alte Feder. Nehmen Sie Platz, Herr Bürgermeister. Danke. Ich möchte Sie gerne etwas fragen. Bitte. Kennen Sie den Baron Luft? Nein. Dem soll das Jagdschloss gehören, wo der Kurfürst zu Bieberstein jetzt als Gast weilt. Aber das Schloss gehört doch dem Kurfürsten selbst. Und dort gibt es keinen Baron Luft. Wer hat Ihnen von dem Baron erzählt? Ein sehr vornehmer Herr, eine Exzellenz. Ja, ja, die vornehmen Herren lügen aus Prinzip. Hieß diese Exzellenz zufällig Graf Webbs? Ja, Graf Felix Webbs. Den Bruder kenne ich. Was hat er Ihnen erzählt? Ja, er hat... Bitte. Er hat uns eingeladen. Ja, er hat uns erzählt, dass die Baronin Luft eine Gesellschafterin sucht. Ja. Ja, und eine Kammerzofe. Ja. Also hören Sie gut zu. Diese Baronin Luft ist, wie schon der Name besagt, Luft. Und der Baron auch. Und das Jagdschloss ist kein Jagdschloss, sondern ein Lustschloss. Und was macht der Kurfürst in diesem Lustschloss? Ist die Puppe wirklich so naiv oder stellt sie sich nur so? Ach, Melanie. Wenn der Kurfürst hier ist, lässt kein anständiger Bürger seine Tochter allein auf die Straße. Jette, wo gehst du hin? Ich wollte auf den Markt. Du bleibst hier. Bitte, Vater. Das ist aber sehr schlimm, was Sie uns da erzählen, Herr Bürgermeister. Schlimm? Na ja, so wie man es nimmt. Der Kurfürst soll zu Hause als Frau eine alte Schabracke haben. Aber reich soll sie sein. Das ist eine Frechheit. Die Kurfürstin ist jung und schön.
So? Ja! Das höre ich zum ersten Mal. Ja. Mein Fräulein? Entschuldigen Sie die Störung. Erheben Sie sich, mein Kind. Ah, das temperamentvolle Kind von der Landstraße. Durchlaucht sind... Durchlaucht? Jawohl, ich bin durch und durch durchlaucht. Hier, diese Backe ist noch ungeohrfeigt. Ich bitte tausendmal um Vergebung, durchlaucht. Was Sie getan haben, ist Majestätsbeleidigung. Jawohl, Majestät. Darauf steht Gefängnis. Gefängnis? Bitte nicht, da wimmelt es voll Ratten. Haben Sie Angst vor Ratten? Aber vor mir haben Sie keine Angst. Doch, große Angst. Das ist gut so. Ein Mann, vor dem eine Frau keine Angst hat, ist nämlich kein Mann. Tja, irgendeine Strafe muss aber sein. Aber keine allzu große, bitte. Also schön. Ein Küsschen auf die kurfürstliche Backe, die Sie geohrfeigt haben, und diese Freveltat ist gesühnt. Also, ich werde meine Gendarmen zurückpfeifen, die nach Ihnen fanden. Vielen Dank, Durchlauch, das hätte ich nie gedacht. Was haben Sie nie gedacht? Dass Sie so nett sind. Ach, Sie haben sich den Kurfürsten nicht so gnädig vorgestellt, was? Ganz anders. Durchlauch sind viel netter als... Als? Als die Leute so von Ihnen reden. Habe ich beim Volk einen so schlechten Ruf? Einen sehr schlechten, Durchlauch. Verzeihung. Das ist schon gut. Große Fürsten sind immer verkannt worden. Vielleicht tun Ihnen die Leute Unrecht. Sie haben nämlich... Was habe ich? Sie haben das gewisse Was. Und das gewisse Was ist das, was mich verwirrt, wenn ich Sie sehe, wenn ich so neben Ihnen stehe. Wenn es nicht dies ist, ist es das. Jedoch auf jeden Fall ist's was, das uns verbindet offenbar. Wir sind ein ideales Paar. Wenn's keiner sieht, ganz still und sacht, beginnt ein Märchen in der blauen Nacht. Wenn's keiner sieht, ganz still und sacht, geschieht so vieles, was man nicht gedacht. Das braucht kein Wunder zu sein, das gibt es täglich. Das trifft wohl möglich für uns ein, wenn's keiner sieht, ganz still und sacht. Dann kommt die Liebe in der blauen Nacht. So, und jetzt sagen Sie mir, was Sie eigentlich hierher geführt hat. Ich wollte eine Bittschrift überreichen. Geben Sie sie mir? Ich habe sie noch nicht geschrieben. Ach. Ja, dann sagen Sie mir ins kurfürstliche Ohr, um was es sich handelt. Es geht um Adam. Adam? Der aus dem Paradies? Nein, aus Tirol. Also was ist mit diesem Tiroler Adam? Wunderschöne Vögel, meine Herrschaften, in allen Regenbogenfarben. Sie singen und zwitschern und pfeifen und trillern. Er singt wie eine Nachtigall und pfeifen kann er, als ob er eine Trillerpfeife verschluckt hätte. Jetzt ist er aber ganz stumm. Vor Bewunderung. Ich bin auch immer ganz stumm, wenn ich das erste Mal vor einer so schönen Frau stehe, wie Sie es sind. Er kostet nur 20 Kreuzer. Also gut, geben Sie ihn schon her. Aber wenn er nicht singt, bringe ich ihn zurück. Ja, tun Sie das, dann haue ich ihm den Hintern voll. Pepe heißt der Vogel. Na, Adam? Das schau, Anna. Sauber. So fein schaust du aus. Was treibst du denn immer? Ich arbeite seit gestern im Jagdschloss. Beim Kurfürsten? Das täte ich aber nicht an deiner Stelle.
Du weißt doch, was man sich alles erzählt. Ein junges Mädel kann da sehr schnell ins Gerede kommen. Ich tue nur meine Arbeit. Aber es gibt auch junge Mädchen, die sich heimlich durch die Hintertür zum Kurfürsten schleichen. Ja, freilich gibt's... Wen meinst du damit? Wen wohl? Überleg's dir mal. Anna, sprichst du von der Christel? Erraten. Du lügst. Geh doch hin und überzeug dich davon. Pass auf den Stand auf. Bitte, bitte. Durchlaut, sie marschieren daher wie ein Grenadier. Ich komme überhaupt nicht mit. Ja, aber nicht, wir sind schon da. Sieht so harmlos aus. Hm. Bloß die Löwen gefallen mir nicht. Aber wo will ich hineingehen? Weiß nicht, jetzt wo wir da sind, habe ich plötzlich Angst. Angst? Wovor? Wahrscheinlich vor der Wahrheit. Davor hat man immer Angst. Und dann wäre Adam Beamter, mein Onkel könnte nichts mehr dagegen haben, dass ich ihn heirate. Sie wollen ihn unbedingt heiraten? Ja. Ein beneidenswerter Mensch, dieser Adam. Gut, ich werde mit dem Kurfürsten sprechen. Dem Kurfürsten? Ja, ich werde mit mir zu Rate gehen, nachdem Sie weg sind. Solange Sie da sind, steht nicht der Kurfürst vor Ihnen, sondern der Mann. Sie sitzen hier durchlaucht. Ach ja. Ja, ich finde Sie wirklich bezaubernd, Christel. Wenn es diesen Adam nicht gäbe... Aber den gibt's. Schauen Sie durchlaucht, wer da kommt. Der Adam. Die Christel? Jetzt wird's interessant. Was warst du hier für Kraft, Freund? Ich geh zum Kurfürst. Ach, was du nicht sagst, du willst. Komm, komm. Grüß mir die Goldfische. Doch das wirst du mir büßen. Haben Sie das gesehen, Durchlaucht? Ich bin ja nicht blind. Und sehen Sie das? Des Bürgermeisters Töchterlein? Das ist ja toll. Die eine geht vorne raus, die andere kommt hinten herein. Geht ja zu wie in einer Wurstfabrik. Komm, wir gehen. Ich habe genug gesehen. Aber ich nicht. Die Tür ist noch offen. War das? Wie? Die Tür ist zugefallen. Da war bestimmt jemand. Wenn mein Vater erfährt, dass ich hier bin. Ja, beruhig dich, mein Schatz, ich sehe mal nach. Ja. Durchlaucht! Durchlaucht, bitte warten Sie. Ich muss Ihnen was erzählen. Ich will nichts wissen. Sie müssen Durchlaucht. Er hat Sie geküsst. Er hat Sie geküsst? Jawohl, das hat er. Wie? Was wie? Na, wie hat er Sie geküsst? Wie? Na, so. Ach. Danke, danke, ich weiß Bescheid. Schau, wer da kommt. Melanie, du gehst ins Gasthaus und sagst dem Bürgermeister, dass wir noch heute eine Kutsche brauchen. Und Sie, Durchlaucht? Sie bleiben hier? Ja. Allein? Frag nicht zu viel. Ich warne Sie, Durchlaucht. Der Mann ist in einer gefährlichen Stimmung. Ich bin es auch. Verschwinde. Sehr wohl, Durchlaucht. Und suche dir anständige Pferde aus. Ich glaube, in dieser Gegend sind nicht mal die Pferde anständig. Na, Adam? Marie. Was machen Sie denn hier? Ich gehe spazieren und denke nach. Worüber denn? Über die Frauen. Leider sind Sie ja auch eine. Wieso leider? Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass Sie im Allgemeinen etwas gegen die Frauen haben. Im Allgemeinen nicht, aber in einem speziellen Fall sehr viel. Das hätte ich mir nie gedacht. Niemals. Was hätten Sie sich nie gedacht? Schwamm drüber. Bei uns in Tirol heißt es, andere Väter haben auch hübsche Töchter. Das Sprichwort gibt es auch bei uns. Die schenke ich dir. Oh, danke schön.
Das sollten Sie sich aber gut überlegen. Es ist nicht ungefährlich. Warum? Schenkt man sich Rosen in Tirol, weiß man, was das bedeuten soll. Man schenkt die Rosen nicht allein, man schließt sie selber auch mit ein. Was sie dir sagt, das sag ich nie, was ich verschweig, das sagt nun sie. Was ich nicht mag, gesteht sie ein. Ich hab dich lieb, mein Herz ist ein. Schenkt man sich Rosen in Tirol, weiß man, was das bedeuten soll. Sag ich nie, was ich verschweig, das sag nun sie, was ich nicht mag, gesteht sie ein. Ich hab dich lieb, mein Herz ist Heiliger Bimba, wenn das der Kurfürst erfährt. Der Arzt behauptet, es wäre eine Gehirnerschütterung. Das verstehe ich nicht ganz. Das sollte sich bei dir schon erschüttert haben. Onkel! Ah, komm, bleib ruhig liegen. Das war ein Attentat. Sagt ihr, ein politisches Attentat. Ein Attentat? So ein Blödsinn. Wer sollte dich schon umbringen wollen? Du bist politisch so unbedeutend wie ein Außenminister. Mich wollte man ja auch nicht umbringen, sondern den Kurfürsten. Noch ein größerer Blödsinn. Der Kurfürst ist politisch auch eine Null. Aber, mein Lieber, die Geschichte mit dem Attentat gefällt mir immer besser. Dir kann's leicht gefallen. Das Geweih ist ja auch mir auf den Kopf gefallen, nicht dir. Pass auf, was ich jetzt mache. Ich werde den Herrn Bürgermeister Speck zum zweiten Mal in die Zange nehmen, aber diesmal mit Erfolg. Das weißt du ganz bestimmt, Jette? Ganz bestimmt. Er liegt im Bett und kann lange Zeit nicht aufstehen. Wer hat dir das erzählt? Die Anna hat mir das erzählt. Er liegt im Bett, das ist gut. Sehr gut. Wenn er im Bett liegt, kann er keine Wildschweine jagen und wir ersparen uns viel Geld, mein Kind. Und jetzt geh schön tanzen. Warum heulen Sie denn? Es geht Sie nichts an. Vielleicht doch. Schuld ist Ihre Freundin. Sagen Sie, ich werde ihr die Augen auskratzen. Sie hatte dem Adam völlig den Kopf verdreht. Seitdem sie da ist, schaut er mich überhaupt nicht mehr an. Die Dame ist nicht meine Freundin. Die Dame? Nun werden Sie nicht frech, mein Kind, ja? Der Adam wird schon wissen, warum er Sie nicht mehr anschaut. Ich weiß es jedenfalls. Was denn Sie wissen müssen? Ja. Dann müssen Sie es mir sagen. Wo waren Sie heute Nachmittag? Warum wollen Sie das wissen? Ich weiß, wo Sie waren. Und der Adam weiß es auch. Beim Kurfürsten. Bedauerlich, Herr Graf. Sehr bedauerlich. Aber ich hoffe, dass seine Durchlauf nicht allzu lange das Bett hüten muss. Das ist noch nicht heraus. Sehr zum Wohl. Prost.
Allerdings hat jedes Ding zwei Seiten, eine schlechte und eine gute. Das kann an einer Gehirnerschütterung schon gut sein. Naja, wenn der Kurfürst im Bett liegt, kann er nicht jagen. Und wenn er nicht jagen kann, brauchen wir keine Wildschweine. Und wenn wir keine Wildschweine brauchen, braucht der Herr Bürgermeister Speck nicht zu zahlen. So meinen Sie das? Erraten, Herr Graf, erraten. Ihre Theorie, Herr Bürgermeister, ist interessant. Sehr interessant. Aber gefährlich. Gefährlich? Warum? Der angebliche Unfall war nämlich gar kein Unfall, sondern ein Attentat. Ein Attentat? Ein feiges, heimtückisches Attentat auf das Leben seiner Durchlaucht. Und wissen Sie, was die Kriminalisten in einem solchen Falle zuerst fragen? Ja, wer es war. Nein, sie fragen zuerst, wer hat ein Interesse daran, den Kurfürsten zu beseitigen oder zumindest ans Bett zu fesseln. Und ich frage Sie jetzt, wer hat ein Interesse daran? Das weiß ich nicht. Sie, Herr Bürgermeister, soeben haben Sie es doch selbst zugegeben. Aber das habe ich doch nur so dahingesagt. Und außerdem, wie hätte ich das tun sollen? Und wann? Ich habe den ganzen Nachmittag meinen Gasthof nicht verlassen. Dafür habe ich 100 Zeugen. Sie hätten jemanden beauftragen können? Ja, wen denn? Zum Beispiel Ihre Tochter? Meine Tochter ist doch Unsinn. Sie scheinen nicht zu wissen, dass Ihre Tochter Jette beim Kurfürsten war, als der angebliche Unfall passierte. Meine Jette? Ihre Jette. Ich habe sie persönlich gesehen. So, na, ich werde zahlen, Herr Graf. Aber vorher muss ich mit meiner Tochter sprechen. Bitte, bitte. Prost. Jette. Ja? Ist das wahr, was mir der Graf Webbs erzählt hat? Du warst beim Kurfürsten? Ja, aber nur ganz kurz. Das war auch ganz kurz. Jetzt kannst du weiter tanzen. Das ist ein wahnsinniger Krach. Kommen Sie mit in mein Zimmer, Sie müssen mir alles genau erzählen. Toll, Durchlaucht. Toll. Wenn Sie noch einmal Durchlaucht zu mir sagen, ziehe ich Ihnen eigenhändig den Stuhl noch einmal unter dem Hintern weg. Jawohl, Durchlaucht. Ja. Herr Bürger. Da ist eine andere, mit Charme und mit Schick. Wenn du einmal Pech hast, hat sie vielleicht Glück. Du findest sie reizend, du lächelst ihr zu. Und doch will die andere dasselbe wie du. Sie ist am Anfang schüchtern wie ein Gretchen. Doch das kluge Mädchen wacht dann plötzlich auf. Da ist eine andere, die tut das aus Sport. Und das, was dir lieb ist, das nimmt sie dir fort. Und das, was dir lieb ist, das nimmt sie dir fort. Hello, Girls, oh, wie wir aussehen. Hello, Boys, wollen wir mal aussehen. Hello, Girls, du hast die Wahl und die Qual. Der Kurfürst hat Ihnen also demnach eine Stellung für Adam versprochen.
Versprochen hat er nicht. Er wollte sich die Sache überlegen. Ich glaube, er wollte mit der Kurfürstin sprechen. Die Tiere gehören nämlich ihr. So kommen wir der Sache natürlich schon näher. Hören Sie zu, mein Kind. Ich will Ihnen helfen. Sie? Ja. Ich kenne die Kurfürstin ganz gut. Ich werde dafür sorgen, dass Adam die Stellung bekommt und dann können Sie ihn heiraten. Und ich habe gedacht, Sie wollen mir den Adam wegnehmen. Keine Angst. Ich habe schon einen Mann. Er ist genauso ein Hallodri wie der Ihrige. Also, Vertrauen, Christel. Danke vielmals. Wenn die Damen nicht jetzt abreisen, passiert ein Unglück. Der Kutscher ist schon ziemlich besoffen. Wir werden schon dafür sorgen, dass er wieder nüchtern wird. Ihr guter Mann. Mein Name ist Josef. Ja, die zwei Taschen, Josef. Josef, gibt's hier einen zweiten Ausgang? Ich möchte nicht mehr durch den Saal. Ja, einen zweiten Ausgang gibt es schon, aber haben Sie schon die Rechnung beglichen? Ja, fragen Sie doch den Herrn Wirt. Mhm. Glauben Sie, wir wollen Sie um die Rechnung prellen, ja? Na ja, sowas gibt's. Ja, ja, kommen Sie, kommen Sie. Ach, Melanie, ich bin glücklich, dass wir endlich von hier wegfahren. Ja, ich dachte, Durchlaucht waren glücklich, hier zu sein. Besonders im Rosengarten. Ja, eben deshalb. Enchanté. Also so ein Zwillingspaar ist die Erfindung des Teufels. Aber, Monsieur. Ja, man weiß nicht, in welche man sich verlieben soll. In beide, cher Monsieur. Oh. Ach, schauen Sie sich Ihren Freund an. Da sitzt er in der Loge mit den Collins Sisters. Oh. Oma! Nach der Beschreibung könnte er es sein. Das ist er ganz bestimmt. Komm. Aber bitte, meine Herren, kein Aufsehen. Kommen Sie bitte. Meine Damen? Gefällt es Ihnen? Ja. Und ihm? Mhm. Ja. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass ich heute Nacht einen schönen Frauenarm mit diesem Armband schmücken werde, aber mit zweien habe ich nicht gerechnet. Darf ich mal Ihre Hände sehen? Hände besehen bedeutet aber Unglück. Ist jemand gestorben? Entschuldigen, Monsieur, aber ich... Ruhe! Sind Sie Herr Philipp Bürger aus Frankfurt am Main? Ja, was wünschen Sie von mir? Wir müssen Sie bitten, uns auf die Polizeiwache zu folgen. Was soll das bedeuten, Monsieur le Directeur? Ich habe keine Ahnung, aber die Herren kommen vom Hotel Royal und dort hat man Ihnen gesagt, Monsieur, seien bei mir zu Gast. Genug geplaudert, Herr Direktor. Machen Sie uns bitte keine Schwierigkeiten und kommen Sie mit. Nun gut, es handelt sich bestimmt um eine Verwechslung. Es wird sich alles aufklären. Aber das kann für Sie schwerwiegende Folgen haben, meine Herren. Sie entschuldigen mich, meine Damen. Wir sehen uns bald. Chérie. Bitte. Mein Armband. Oh. Das hätte ich beinahe mitgenommen. Tja, Juwelen klaut er auch. Zum Wohl? Zum Wohl. Bist du aber schlecht aufgelegt heute. No, ich habe ja auch eine Ohrfeige gekriegt. Das kann dir nie schaden. Sag mal, Jette, wo wohnt denn die Dame, die heute angekommen ist? Was geht dich das an? Kümmere dich lieber um Christel. Du hast heute kein einziges Mal mit ihr getanzt. Ich habe meine Gründe. Also, wo wohnt die Marie? Gehen die Fenster auf die Straße? Nein, zum Hof. Sie hat das Eckzimmer mit den zwei Fenstern. Das ist gut. Danke, Jette. Der Adam wird sich aber wundern. In dem Eckzimmer schläft nämlich mein Vater.
Jetzt lass mich allein. Danke schön. Marie! 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 Ach. Hier gibt's keine Marie! Ach. Das hätte ich dir sagen können, Adam. Was? Dass die Dame nicht da ist. Sie ist abgereist. Abgereist? Ja, sie hat mir einen Taler gegeben. Für mich nichts? Nein, keinen Taler. Nein, ich meine, ob sie keine Nachricht für mich hinterlassen hat. Das ja. Ich soll dir mitteilen, dass am 10. des Monats, am Geburtstag der Kurfürstin, in der Residenzstadt ein Jahrmarkt abgehalten wird. Das weiß ich, ich bin jedes Jahr dort, aber sonst hat sie nichts gesagt. Nichts Wichtiges. Sie sagte nur, dass sie sich eventuell auf dem Jahrmarkt einen Kanarienvogel kaufen will. Mensch, Josef! Das bedeutet, dass sie mich wiedersehen will. Wieso? Du bist doch kein Kanarienvogel. Sie werden von der Lyoner Polizei gesucht, Monsieur Bürger. Wegen mehrfachen Betruges, Ausstellung gefälschter Wechsel und Verbreitung von Falschgeld. Ich? Ja, hier steht es schwarz auf weiß. Viele Bürger aus Frankfurt am Main. Die Personalbeschreibung stimmt auch. Geben Sie die Straftaten zu. Ist doch lächerlich. Wenn Sie es genau wissen wollen, ich heiße gar nicht Philipp Bürger. Nicht? Was Sie nicht sagen, wie denn sonst? Kurfürst Rudolf August zu Bieberstein. Lachen Sie nicht! Sie brauchen nur meinen zweiten Haushofmeister zu fragen. Den Herrn Hofrat von Weckerli. Sie meinen Ihren Komplizen? Den haben wir auch schon am Schlafittchen. Herein mit ihm. Nein, ich gehe keinen Schritt ohne euch. Ich liebe nämlich den Brunnen. Ja, und die Wäschchen auch. Aber weg, Kalli! Was der Herr da kann, kann ich auch. Das ist Yvonne und das ist Yvette. Und wer ist der Herr da? Der Herr heißt Herr Philipp Bürger aus Frankfurt am Main. Gut, weißt du? Idiot! Beide abführen! Das kostet Sie Ihre Stellung! Und Sie fliegen auch weg, Rie! Fassen Sie mich nicht an! Ja! Lassen Sie das! Durchlaucht, eine Botschaft vom Kurfürsten, er ist bereits unterwegs hierher. Dankeschön. Du hast mich also verstanden. Es waren drei Anschläge auf dein Leben. Erstens Hirschgeweih, zweitens verirrte Kugel, drittens man hat dich vergiftet. Da wäre ich ja tot. Der Hund ist tot. Was für ein Hund? Du hast Verdacht geschöpft und hast jedes Mal von deinem Essen erst deinen Hund kosten lassen. Ich habe doch gar keinen Hund gehabt. Einer ist dir zugelaufen. Also meinetwegen, aber wofür soll das alles gut sein? Alles, was ich tue, tue ich nur, um dem Kurfürsten Geld herauszulocken. Die Attentäter müssen doch schließlich unschädlich gemacht werden. Man muss sie ausforschen lassen, private Geheimagenten engagieren. Das kostet doch alles viel Geld. Ah, jetzt verstehe ich dich, Onkel. Na, endlich. Also, wenn ich deinen Kopf hätte, ja, wenn, würde ich mich begraben lassen. Eine Zeitung aus Paris, französisch. Ein Stoffhändler hat sie mitgebracht. Ich soll sie Durchlauch zeigen. Ja, zeig's. Der Lecteur der Bieberstein avec le Collins, Sisters de Folie Bergère. Das ist doch nicht möglich. Ist nicht möglich? Grober Fehler der Polizei. Was sagst du dazu? Er war in Paris. Aber bitte weiter. Der Kurfürst weilt in der französischen Hauptstadt inkognito unter dem Namen Philipp Bürger. Gegen einen Deutschen mit gleichem Namen hat vor kurzem ein Lyoner Kaufmann Anzeige wegen Betrugs erstattet. Der Name Philipp Bürger stand auf dem Fahndungsblatt der Pariser Polizei und so wurde der Kurfürst der hier Kunststudien betrieb. Aha. Kunst nennt man das in Paris. Den Kriminalbeamten verhaftet und erst freigelassen, nachdem der Kaufmann als Lyon eintraf und den Irrtum aufklärte. Schade. Ein paar Tage hätte er ruhig sitzen können. Herr Graf, seine Durchlauf kommt. Schau dir das an. Der Weckerli scheint in Ungnade gefallen zu sein. Durchlaucht? Durchlaucht. Guten Morgen, meine Herren. Eine gute Reise gehabt? Die Reise war sehr gut. Aber sonst, was ich alles erlebt habe... Ich auch, Durchlaucht. Was ich in Ihrem Namen alles erlebt habe. Na, und ich aus dem Namen des Herrn Philipp Bürger. Da haben Sie sich einen Namen ausgesucht, Graf. Na, kommen Sie, steigen Sie mal ein. War was? Nie wieder Alkohol. Er kann doch nicht gleichzeitig in Kreuzlingen und in Paris gewesen sein. Nein, das kann er schwer. Ich meine, seine Durchlaucht kann viel, aber das kann er nicht. Du hast ihn doch im Jagdschloss gesehen. Du hast mir doch genau vorgemacht, wie er die Tochter vom Bürgermeister geküsst hat.
Ja, also die Jette habe ich einwandfrei erkannt, aber der Kurfürst stand ja mit dem Rücken zu mir. Dann kann es also auch ein anderer gewesen sein. Ohne weiteres. Ich kann mir schon denken, wer das war. Ich habe mich sowieso schon gewundert. Der Kurfürst hatte nie was für Bauernmädchen übrig. Umso mehr der Graf Stanislaus. So ist es. Mit Falschspielern und Taschendieben war ich in einer Zelle. Das muss ja entsetzlich gewesen sein. Na ja, so entsetzlich war es nun wieder nicht. Es war ganz amüsant. Ich habe viel gelernt. Wie spät haben wir es denn jetzt, lieber Graf? Meine Uhr ist weg. Hier ist sie. Pierre hieß der Bursche, der mir das beigebracht hat. Mein Herr Gemahl beginnt mir zu imponieren. So viel strategischen Sinn hätte ich ihm nie zugetraut. Es wäre natürlich schöner, wenn er seine diplomatischen Talente im Dienst der Staatsgeschäfte ausüben würde. Der Kurfürst. Melanie, wir lassen uns nichts anmerken. Ich bestimmt nicht durchlaucht. Ich werde jetzt meinem Herrn Gemahl beweisen, dass die Frauen doch die besseren Diplomaten sind. Sie dürfen mich zur Begrüßung küssen. Ja, das ist leicht gesagt. Wie heißt das im Volksmund? Alles in Butter. Böcke haben Sie geschossen? Böcke? Diesmal keinen. Aber dafür hat Weckerli einen Riesenbock geschossen. Und wie viel Häschen? Häschen? Och, mit Hasen gebe ich mich nicht ab. Wollen Sie bitte entschuldigen, meine Liebe, die Reise war sehr anstrengend. Nur noch eins. Wollen Sie nicht die Liste der Gäste einsehen, die ich zu meinem Geburtstag eingeladen habe? Ihre Gäste sind auch meine Gäste. Danke. Ich hoffe, Ihnen eine Freude gemacht zu haben. Ich habe auch den Baron Luft eingeladen. Den Baron Luft? Oh, eine große Freude, meine Liebe. Ich finde, das sind wir ihm schuldig. Er nimmt Sie alljährlich so gastfreundlich in seinem Haus auf. Oh, Sie haben schon recht, aber ich bezweifle, dass er kommen wird. Er ist so menschenscheu. Oh, ich bin überzeugt davon, dass er kommt. Ich habe ihm ausdrücklich geschrieben, dass ich es als eine persönliche Beleidigung auffasse, wenn er meine Einladung ablehnen wird. Glauben Sie, dass er es darauf ankommen lassen würde? Oh, unter diesen Umständen bestimmt nicht. Graf Epps? Ich mache Sie dafür verantwortlich, dass der Baron diese Einladung Folge leistet. Sehr gut. Wir besprechen dann die Einzelheiten, Graf. Ich habe dann noch so einige Überraschungen in petto. Monsieur? Madame, ich liebe keine Überraschungen. Durchlaucht, was machen wir jetzt? Schaffen Sie eben her. Wen? Den Baron Luft. Ja, aber Durchlaucht, den gibt's doch gar nicht. Wem sagen Sie das? Ich habe ihn ja schließlich erfunden. Aber wenn Ihr Neffe tagelang meine Rolle spielen kann, dann werden Sie wohl jemanden finden, der für ein paar Stunden den Baron Luft darstellt. Sehr wohl, Durchlaucht, aber wen? Und dann nehmen Sie eben einen Berufskomödianten. Die Kurfürstin kennt sämtliche Mitglieder der Theatertruppe. Dann schauen Sie sich eben woanders um. Aber es darf kein feiner Mann sein. Ich habe den Baron immer als einen grobschlächtigen Bauernburschen beschrieben. Schwer zu kriegen. Jedenfalls muss der Baron Luft hier. Verpackung. Treten Sie näher, meine Damen und Herren, treten Sie näher. Sehen Sie hier, meine Herren, und auch Sie, meine Damen, so eine Bartbinde haben Sie noch nicht gesehen. Das ist keine gewöhnliche Bartbinde, das ist ein Bartbändiger, um nicht zu sagen ein Bartstompeur. Er bändigt den widerspenstigsten Bart und gibt ihm eine formvollende künstlerische Form. Ihre Bartspitzen stehen nach oben wie ein Eins. Sehen Sie, meine Herren.
Lauter ordinäre Typen. Warum muss dieser falsche Baron Luft ausgerechnet ein Jahrmarkt hinter sein? Er muss nicht, aber diese Leute kommen nur einmal im Jahr nach Bieberstein und da sind wir sicher, dass die Kurfürstin keinen von ihnen kennt. Ah, ich verstehe. Sehr klug gedacht. Wie wär's mit dem? Wem? Sie singen, pfeifen, zwitschern, trillern. Ja, das ist der Richtige. Braune, gelbe, violette, schwarze, alle Farben, meine Herrschaften. Jeder Mensch, meine Herrschaften, muss einen Vogel haben. Erstens bringt er ein bisschen Fröhlichkeit in die gute Stube und zweitens, wenn jemand zu Ihnen sagt, Mensch, du hast einen Vogel, dann brauchen Sie nicht beleidigt zu sein, denn Sie haben ja wirklich einen Vogel zu Hause. Was kosten Ihre Vögel? Ach, es gibt billigere, es gibt teurere. Billigere und teurere. Der Herr meint, alle. Alle? Alle. Dann machen Sie keine schlechten Witze mit mir. So. Tja. Hm? Kleider machen Leute. Wir haben uns verstanden, junger Freund. Wenn wir den Saal betreten haben, wird der Kurfürst auf Sie zukommen, die Arme ausbreiten und sagen, lieber Baron, endlich haben Sie Ihren Fuchsbau verlassen. Dann schüttle ich ihm kräftig die Hand und dann klopfe ich ihm auf die Schulter. Oh, aber bitte, nicht zu rustikal. Warum denn nicht, Onkel? Diesen Geizhals schadet das nicht, schlagen Sie kräftig zu, mein Freund. Darauf können Sie sich verlassen. Ja, aber nicht bei mir, ne? Wenn ich zuschlage, wird Rudolf der Kurze noch ein Stück kürzer. Deswegen bin ich ja hier. Wissen Sie, warum ich Ihr Angebot angenommen habe? Hm? Damit ich seine Durchlaucht endlich Aug in Aug sehen kann, ohne dass er mich rausschmeißt. Ja, das kann ja heiter werden. Warten Sie hier auf mich. Ich werde inzwischen nachschauen, ob die Luft rein ist, ja? Setzen Sie sich dahin so lange. Durchlaucht? Die Postchristel. Aber durchlaucht? Mein Fräulein, Sie scheinen mich zu verwechseln. Bestimmt nicht. Durchlaucht haben mich schon vergessen. Sie haben mir doch eine Stellung versprochen für Adam. Was für Adam? Was für Stellung? Was für eine Durchlaucht? Ich weiß davon rein gar nichts mehr. Das ist doch nicht so lange her. Sie sagten, Sie sind 13, Kind. Ich seh, dass Sie's auch heute noch sind, mein Fräulein. Ich gestatte mir. Durchlaucht, ich bin rein dienstlich hier. Nein, nicht durchlaucht, man hört's uns zwei. Durchlaucht, das ist doch einerlei. Sie sind für mich der Fürst, dem man hier nichts verbieten kann. Ja, eben. Schauen Sie mich doch nicht so an. Weil ich dann nicht Nein sagen kann. Weil ich dann nicht Nein sagen kann. Schauen Sie, Liebe, wieder weg. Wenn wir zwei uns so ansehen, dann kann viel geschehen. Mein Kind, ja jetzt erinnere ich mich schon wieder ganz genau an dich. Doch hier ist nicht der richtige Ort. Was ist, durchlaucht, Sie wollen hier fort? Ich muss, mein Kind, so leid mir's tut, denn Sie gefallen mir wirklich gut. Doch leider hat eine Fürstlichkeit so rein privat ihm wenig Zeit. Ich hoffe, dass ich Sie wiedersehe. Bestimmt. Au revoir. Adieu. Christel, wo stecken Sie denn? Hier. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, später, die Kurfürstin wartet schon. Danke, ihr könnt gehen.
Also nicht vergessen, einen tiefen Hofknicks und so lange unten bleiben, bis sie angesprochen werden. Das muss doch nicht sein. Komm, 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 komm. Na, Christel? Ja, aber Sie sind ja die Dame, der du die Augen auskratzen wolltest. Ist das wirklich die Kurfürstin? Na, Christel. Naja, ich weiß ja nicht mehr, was ich glauben soll. Hier im Schloss ist ja alles verkehrt. Ich habe eben den Kurfürsten getroffen und er hat behauptet, er wäre gar nicht der Kurfürst. Durchlaucht. Auch das noch. Meinen unterdänigsten Dank für die Einladung. Es war immer schon mein Wunsch, einen Landesfürsten zwischen seinen vier Wänden ganz von der Nähe aus zu beschnuppern. Von mir aus schnuppern Sie, aber ohne mich. Graf Stanislaus. Durchlaucht. Geleiten Sie doch Ihre Braut nach oben. Braut? Ist das ein Befehl, Durchlaucht? Jawohl, ein Befehl. Vorausgesetzt, dass Sie noch länger an meinem Hof bleiben wollen. Ja, das hat mir noch gefehlt. Das ist doch die Dame, die bei uns übernachtet hat. Ja, Vater. Was, die Kurfürstin war in Kreuzlingen? Jetzt verstehe ich alles. Aber ich verstehe nichts. Wenn Sie nicht der Kurfürst sind, wer sind Sie denn? Ich? Graf Stanislaus Stanislaus. Was? Der Neffe von diesem Grafen Webs? Sie sagen es. Na komm, Jette. Mit dieser Familie wollen wir nichts zu tun haben. Ja, ich mit euch auch nicht. Peinlich, peinlich, mein Lieber. Ich war unfreiwillig Zeuge. Sie sind also auch in Ungnade gefallen. Ja, es scheint so. Ja, machen sich nichts draus. Mir gefällt's hier sowieso nicht mehr. Ich gehe einfach an Sächsischenhof zurück. Da kann ich auch wieder reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, und Sie, mein Gutester, gehen am besten wieder nach Wien. Ja, ich nach Wien niemals. Na, warum nicht? Ich lebe doch davon, dass ich ein Wiener bin. Ein bisschen Schmäh, ein bisschen Charme. Aber in Wien ist doch jeder ein Wiener. Oh, ja, da haben Sie recht. Nein, 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 ich gehe nicht zurück. Und wenn ich auf dem Gut meines Onkels Schweine hüten muss. Oh, je. Oh, oh. Oh. Deine treuen Untertanen kommen mit Bouquets und Fahnen, schenken zum Geburtstag hier. Ballet dir ein Souvenir, möget dir ein langes Leben, viele schöne Stunden geben, immer freundlich steigt. Mein Onkel, keine Angst, die Kurfürstin regelt das schon alles. Der Baron Luft, entschuldigen Sie mich, Madame, ich will ihn persönlich begrüßen. Baron Luft, endlich haben Sie Ihren Fuchsbau verlassen. Au. Schön hast du sie, alter Gauner. Das ist das Werk von Grafen Webs. Ich habe eben gehört, er hat Adams sämtliche Vögel aufgekauft. Ich möchte Sie jetzt der Kurfürstin vorstellen, Baron Luft. Marie. Adam. Was? Marie, Adam? Die Herrschaften kennen sich, aber Baron? Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie Adam heißen. Adam heißt er schon, aber nicht Luft. Und Baron ist er auch nicht. Sie müssen einer optischen Täuschung zum Opfer gefallen sein, mein lieber Herr Gemahl. Aha, aber das ist doch gar nicht zu fassen. Verstehen Sie das, Graf? Ich nicht, Durchlaucht. Kein Wunder. Der Graf hat sich in der letzten Zeit hauptsächlich auf seine Geschäfte mit Wildschweinen konzentriert. Wildschweine? Ein recht einträgliches Geschäft. Sie geben sofort das Geld dem Bürgermeister zurück, Graf. Sehr wohl, Durchlaucht. Ja, und was für Geld handelt es sich hier? Können Sie mir das erklären, Madame? Gern. Wenn Sie mir erklären können, wie Sie Adam mit dem Baron Luft verwechseln konnten. Ja, er sieht aus wie ein Zwillingsbruder vom Baron Luft. Sie scheinen sich in letzter Zeit auf Zwillinge spezialisiert zu haben. Oh.
Also um Ihren Spionagedienst sind Sie zu beneiden, Madame. Danke. Sie erinnern sich sicher, ich habe Ihnen von Adam schon erzählt. Natürlich, ja, ja. Er ist der Bräutigam der kleinen Christel. Kommen Sie her, mein Kind. Ja, ich weiß, ich weiß. Sie waren so liebenswürdig, ihr persönlich eine Stellung für Adam zu versprechen. Ich? Stimmt denn das nicht? Doch, in Kreuzlingen. Ja, als Christel bei Ihnen im Jagdschloss war. Jetzt natürlich sicher, ja. Jetzt erinnere ich mich. Um was für eine Stellung handelt es sich denn da? Adam sollte Menageriedirektor werden. Menageriedirektor? Ich weiß, Sie wollten diese Stellung ursprünglich diesem Herrn da aus Frankfurt geben, diesem, wie heißt er doch gleich, diesem Herrn Philipp Bürger. Das wissen Sie auch? Ich weiß alles, Monsieur. Das ist gut so. Ich bin ja so glücklich, eine allwissende und kluge Frau zu Gattin zu haben. Natürlich bekommt er die Stellung. Danke, Natürlich. Ist ein reizendes Paar. Madame, Sie haben vier Menschen glücklich gemacht. Wieso vier? Zwei und zwei sind vier. Stimmt's. Für dich. Als Draufgabe zur Mitgift. Danke, Vater. Von was für einer Stellung war denn da die Rede? Du sollst Menageriedirektor werden. Deshalb war ich da auch im Jagdschloss beim Kurfürsten. Dabei war es gar nicht der Kurfürst. Und ich will auch gar nicht Menageriedirektor werden, schon gar nicht an diesem Hof. Das sind lauter Lügen und Betrüger. Aber das kann jeder hören. Adam, das darfst du mir nicht antun. Du weißt sehr gut, wie der Onkel darüber denkt. Ja, ich weiß. Deshalb habe auch ich etwas unternommen. Ich habe eine Stellung als Beamter. Mit Pensionsberechtigung und sogar Uniform. Oh. Komm, ich zeig's dir. Schenkt man sich Rosen in Tirol, weiß man, was das bedeuten soll. Man schließt sich selber auch mit ein, was ich dir sage. Thank you.
Lederriemen gut anziehen. Seine Durchlaucht haben eine lange Reise vor sich. Wir wissen's, Herr Hofrat. Rudolf der Kurze liebt lange Reisen. Fällt Ihnen ein, Rudolf der Kurze? Sprechen Sie über den Kurfürsten. Sie nennen ihn doch auch so, Herr Hofrat. Ja, aber nicht so laut. Rudolf der Kurze. Eine Reise nach Paris, die verspricht mir das und dies. Denn die Nächte an des Seins, ja die Nächte, die sind schön. Wo l'amour das Zepter führt, wo der Charme die Welt regiert. Ja, da gibt es ein verliebtes Rendezvous. Ja, da bin ich mit dem großen Glück perdu. Graf Epps. Durchlaucht. Bin ich schon ein bisschen gewachsen? Moment, Durchlaucht, Moment. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das geht nicht so rasch, Durchlaucht. Ihre indischen Wachstumpillen, die Sie mir neulich angedreht haben, waren enorm teuer. Für dieses Geld müssten Sie sofort wirken. Durchlaucht, Hauptsache ist doch die innere Größe. Hopp, dafür zahle ich Ihnen keinen Pfennig. Hopp. Jeremias, was sagen Sie dazu? Damenschuhe hinter dem Vorhang im Schlafzimmer des Kurfürsten. Ungewöhnlich, was? Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Herr Graf, so ungewöhnlich finde ich das nicht. Wissen Sie, was Sie da sagen? Die Wahrheit. Louis. Jetzt sind. Koffer aufladen. Durchlaucht. Was gibt es, Melanie? Frecke, Durchlaucht, Frecke! Was? Freche, Durchlaucht? Was fällt dir denn ein, Melanie? Oh nein, um Himmels Willen, Durchlaucht! Ich sagte Frecke! Ich habe gesehen, wie der Jeremias für seine Durchlaucht drei Frecke eingepackt hat. Drei Frecke? Ja, und eine Galuniform, ein Diplomatenfrack, unzählige Lackschuhe. Zu mir hat er gesagt, dass er bei diesem hemdsärmeligen Baron Luft zwei Wochen nicht aus dem Jagdstiefel hat. Ah, habe ich selbst gehört. Du hast schon wieder gelauscht. Nicht direkt gelauscht, Durchlaucht. Ich hab ein bisschen gehorcht. Na, ist schon gut. Durchlaucht, sind mir jetzt böse? Ach, ich bin auf mich selber böse. Ich hätte schon längst auf den Tisch schauen müssen. So ist es, Durchlaucht. Einmal energisch auf den Tisch schlagen, dass die Fetzen fliegen und dann... Die Damastischtücher fliegen, Durchlaucht. Wer ist da? Graf Stanislav Stanislaus. Ah, der charmante Wiener. Der müsste auch fliegen. Herein. Durchlaucht, darf ich um Erlaubnis bitten, mich verabschieden zu dürfen? Gute Reise, Graf. Durchlaucht haben ganz recht. Dieser Graf Stanislaus müsste auch fliegen. Der in erster Linie, Durchlaucht, der ist nämlich der Tofelis des Kurfürsten. Was ist der? Das sagt man so, Tofelis, der böse Geist. Du meinst Mephistopheles? Das kann man auch sagen. Na, jedenfalls hast du recht. Irgendetwas stimmt mit dieser Reise nicht. Mein Herr Gemahl fährt angeblich zur Jagd. Er nimmt ein Arsenal von Frecken mit, seinen Adjutanten, einen Haushofmeister und den Hofrat, der in seinem ganzen Leben noch nicht einmal einen Spatz geschossen hat. Ja. Das ist mein Mann, verschwinde. Herein. Madame. Durchlaucht. Monsieur. Sie sind so förmlich, mein Herr Gemahl. Vor Domestiken halte ich gern die Etikette. Ich komme, Adieu zu sagen.
Ach, wie gern würde ich mitfahren. Wie gern würde ich Sie mitnehmen, Madame. Aber was sollten Sie in Kreuzlingen? Mein Gastgeber Baron Luft ist ein halber Bauer und seine Freunde noch viel schlimmer. Lauter trinkfeste Burschen. Hunde, Pferde und ordinäre Witze, sonst kennen Sie nichts. Und mein vornehmer Herr Gemahl fühlt sich wohl in einer solchen Gesellschaft. Oh, wenn keine Damen dabei sind. Und es sind keine dabei? Aber weit und breit keine. Der Baron ist ein Frauenhasser. Vielleicht könnte ich ihn bekehren. Oh, das bestimmt sogar. Aber ich weiß gar nicht, ob mir das recht wäre. Also kurz, wir halten es diesmal genauso wie immer. Ich fahre allein. Das klingt wie ein Befehl. Ist auch einer. Sie müssen verstehen, Madame, in Kreuzlingen schießt man die größten Böcke. Als regierender Kurfürst haben Sie dazu auch zu Hause ausreichend Gelegenheit. Sie waren schon geistreicher, Madame. Darf ich Sie zum Abschied küssen? Das ist Ihr verbrieftes Recht. Adieu. Adieu. Und auf Wiedersehen. Madame? Melanie? Komm raus, ich muss mit dir sprechen. Stanislav, freuen Sie sich auf Kreuzlingen? Ich freue mich, eurer Durchlaucht einen Gefallen tun zu dürfen. Allerdings, meine Freude ist nicht ungetrübt. Ich habe Angst, dass die ganze Sache mal schief geht. Aber papalapap, bis jetzt ist alles gut gegangen. Um Kreuzlingen habe ich immer einen großen Bogen gemacht. Dort kennt mich niemand. Dort sind Sie eben der Kurfürst. Sie müssen sich natürlich meinem Renommee entsprechend benehmen. Das tue ich doch immer, Durchlaucht. Wo ein Weiberrock auftaucht, laufe ich ihm sofort nach. Ich bin die Christel von der Post. Klein ist mein Lohn und schmal die Kost. Aber das macht nichts, wenn es nur so ist, dass man noch jung, zufrieden, froh ist. Dann ist es heiter und immer weiter geht dann die Fahrt durch die herrliche Welt. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Ich fahr durchs schöne, weite Land. Ich bin den Leuten wohl bekannt. Sie schauen traurig, wenn ich vorbeifahr, weil dann für sie nichts Neues dabei war. Was sie erwarten, das bring so oft ich ihnen als Brief aus der Fremde ins Haus. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Vergiss mein nicht. Die Postleitzahl. Wo bin ich? In der Kutsche, Durchlaucht. Und wo sind die Pferde? Vor der Kutsche. Also ich habe einen Albtraum gehabt. Nein, einen Zukunftstraum. Stellen Sie sich vor, Graf, ich lebte in einer Welt, wo die Städte nur Nummern hatten. Also meine Residenz hatte die Nummer 999.999. Ja, undenkbar. Durchlaucht, ja. Diese Zeit kommt nie. Und die Kutschen hatten keine Pferde. Man fuhr einfach los mit einer Stange zwischen den Füßen und ein Rad in der Hand. Und das nannte man Steuer. Steuer? Blöd, was? Da sind mir doch die Steuern, die meine Untertanen mir zahlen. Tausendmal lieber. Da sind zwei rausgeflogen. Hoffentlich ist nichts passiert. Hallo, Graf. Ist was durchlaufen? Ja. Na, die Reise fängt ja gut an. Ich bitte Durchlaucht untertänigst um Verzeihung. Ja, sorgen Sie lieber untertänigst dafür, dass der Wagen wieder in Ordnung kommt. Sehr wohl, Durchlaucht. Oh, wo sind wir denn hier eigentlich? Ja. Was?
Ich... Na, Stanislav, Sie sehen ja gut aus. Nur schade, dass wir keinen Spiegel haben. Ja, Durchlaucht sind mein Spiegel. Sie sehen nämlich genauso aus. Wie sie ist nichts Ernstes passiert. Ja, wenn Sie meine Hose nicht ernst nehmen. Ach, die kann man flicken. Und schuld ist dieser alte Papagei da. Was, alter Papagei? Sie hat recht. Und weißt du, was du bist? Ein alter Postsack. Das zahle ich dir heim. Er fuhr wie ein Wilder mitten auf der Straße. Ach, und das darf er nicht? Natürlich nicht. Oder gehört etwa die Straße ihm allein? Oder Ihnen? Ich bin gewissermaßen ja. Ach was, das ist doch ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Würden Sie dem braven alten Mann seine Handlungsweise ausnahmsweise verzeihen, mein schönes Kind? Lassen Sie das. Oh, das tut ja weh. Na, das Kind hat Temperament. Ja, und alles andere auch, was so dazugehört. Nicht wahr, mein schönes Kind? Flümmel. Das Kind hat wirklich Temperament. Komm, fahren wir weiter. Wie sich die Kerle einbilden, mich einfach ins Gesicht zu kneifen. Wäre es dir woanders angenehmer gewesen? Dieser Bäckerli! Na, das wird er büßen. Ja, Durchlaucht, wir können weiterfahren. Das ist auch höchste Zeit. Na, nun steigen Sie schon auf. Durchlaucht, haben geruht, auf uns zu warten? Nein, ich warte auf den Schneider. Ah, quel malheur. Ach, wenn Durchlaucht gestatten, ich habe immer Nadel und Faden bei mir. Ja, später. Aber da die Herren schon mal da sind, können wir die Kutschen gleich hier wechseln. Ach. Glück auf in Kreuzlingen. Ich hoffe, lieber Graf, Sie werden ein würdiger Kurfürst sein. Ich werde mich bemühen, Durchlaucht. Ich weiß, was ich Ihrem Namen schuldig bin. Und viel Glück bei der Jagd. Das gleiche wünsche ich Ihnen, Durchlaucht, in Paris. Durchlaucht? Leben Sie wohl, Herr Bürger. Und worauf warten Sie? Gute Weiterreise, Durchlaucht. Ab jetzt, Bürger. Ja. Nadel und Zwirn. Darf ich jetzt um Ihr Knie bitten, Durchlaucht? Was denn hier in der Kutsche? Sie stechen mich ja. Also, was heißt Durchlaucht? Weckerli, was haben wir vereinbart? Ab jetzt bin ich keine Durchlaucht mehr, sondern, wie heiße ich denn eigentlich? Bitte? Philipp Bürger, ein reicher Kaufmann aus Frankfurt am Main. Na also, Philipp Bürger. Jawohl, Durchlaucht. Herr von Bürger. Also, das von will ich noch gelten lassen. Gute Reise, Durchlauf! Und hol dich der Teufel, du geiziger Hund. Deine Ausdrucksweise gefällt mir nicht. Aber mit dem Inhalt deiner Worte stimme ich überein. Seit einem Jahr hat er mir nicht meinen Gehalt gezahlt. Meins auch nicht. Und deshalb müssen wir endlich zur Selbsthilfe greifen. Zuerst werden wir den Herrn Bürgermeister Speck in die Zange nehmen. Bei seinem Bauchumfang werden wir eine Riesenzange benötigen. Ich habe ihm durch einen Kurier mitteilen lassen, dass eine Durchlaucht der Kurfürst mit seinen Gästen 20 Wildschweine zu schießen beabsichtigt.